Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir alte Waffen. Was zum? Wo kommst du denn her? Haben wir alte Waffen abgeschlossen für die Minuteman. Das bedeutet, wir können jetzt Artilleriegeschütze aufstellen. Geil, was? Und ja, ich bin immer noch hier, weil ich schaffe hier wegzukommen. Problem ist, Preston ist nirgendwo hier und kann meine Sachen tragen. Und deswegen bin ich jetzt hier erstmal gefangen. Und der kommt wahrscheinlich erst wieder, wenn wenn alle Feinde ja weg sind. Und bitte sag mir, ich habe gespeichert nach all dem Mist. Ja, Level 43, gut. Weil ja, der, ich habe auf so einen Stuhl gewartet und mir so gedacht, vielleicht kommt er so gut, renne ich, wenn ich da den Stuhl verlasse, und ich kann nicht, ja, schnell reisen, weil ich überladen bin. Und ja, überraschender legendärer Gunner taucht einfach meine Nase auf, was zum Teufel. Das heißt, ich muss hier wahrscheinlich alle Leute erstmal erledigen. Ich kann sogar hier pennen, aber bringt nichts, weil Preston ist irgendwo in der Nähe von Feinden, liegt wahrscheinlich K.O. irgendwo am Boden. Deswegen ich, boah, der hat sich auch geglitscht gerade. Das heißt, ich kann nichts machen, ja. Muss sie erledigen. Damit er sozusagen denkt so, aha, es sind keine Feinde mehr in der Nähe. Jetzt kann ich meinen Anführer wieder suchen. Irgendwie sowas. Ich werde nichts ablegen, weil, wo kommst du her? Weißt du was? Hier. Wo bist du? Komm näher. Oh. Also. Ist doch so von, so was von verblödet, ne? Und was sind das für Explosionen? Hier, was da Explosionen sind? Das sind Explosionen. Ex getroffen, geil. Ich habe was getroffen, nichts getötet. So. Oh mein Gott. Wo ist denn noch was? Mal ernsthaft. Ich hasse Gunner. Ich hasse die so sehr. Ich weiß, dass ich zu viel trage, Mann. Ich kann ja nicht weg. Wo kommst du immer her? Ja, nicht. Irgendwas stimmt doch da nicht. Oh, super. Bam. Boah. Ich hab ihn getötet, ich hab's gehört. Mann, das ist Kacke hier. Preston, wo bist du? Ich kann meine Power Armors hier nicht einfach ablegen. Das ist ein Scheiß. Ah. Warte, ich entferne mich einfach so weit hier. Ah, ey, Junge. Buff out. Wo ist Buff out? Hätte aber gerade noch etwas Buff out. Aber Sachen, die mir Stärke geben. Dann kann ich mehr tragen, dann bin ich nicht mehr so schnell. Ja. So schnell überlagert. Ja. Einfach irgendwas hier ablegen. Was? Ja, die Sachen kann ich nicht ablegen. Gewicht 0,5. Weg damit. Weg damit. Damit. Irgendein Schrott noch. Nö. Mit der Melone. Mit der Nuka-Cola Quantum. So. Jetzt auch pisse ich mich von ihr. Gibt es einfach nicht. Ah, Alter.
Scheiß auf die Siedlung da, ey. Was ist denn diesen Ort, diesen Quincy-Ort? Ja, nur Scheiße da. Weil der Clint hier ist weg und dann kommt so ein legendärer Gunner und macht mich fertig. Der sich die ganze Zeit irgendwie hin teleportiert irgendwo. Das ist so kacke. Ja. Gut, erstmal nach Hause, wieder den ganzen Power-Armus und so einlagern. Den Fettmann habe ich auch da gelassen. Also für mich hat sich das gar nicht gelohnt da, außer für die Rüstungen, die hoffentlich gut sind. 50, 60 so. Ich glaube, die 60er habe ich noch gar nicht. Boah, ihr könnt mich noch mal. Ich gehe nicht noch mal dahin. Jamaika Planet, die wollen auch andauernd Hilfe, genau wie die Abernathy Farm. Das sind immer die Sachen, die ich lese, die von mir Hilfe brauchen. Aber ich habe keine Lust, das jedes Mal zu machen. Wo ist Preston? Ist er eigentlich irgendwo auftauchen? Hey! Oh, jetzt kommt's, ich habe genau die Sachen schon. Da bist du nicht ein T51er? Ja. T51 ist das. Rechter Arm habe ich schon. Steht dieses E und B und all so was nur dafür, wie hoch das gelevelt ist. Genau, lass mich mal kurz daran. Warte, die Klappe! Ach, das steht einfach nur hier für okay. Okay, dann soll ich das vielleicht auch mal irgendwann machen. Hier ist die X01. T60B. Okay. Dann sag mal, rechtes A, rechter Arm. E. T60. Den habe ich noch nicht. Glaube ich. Da lass mal das kurz reparieren. Hier. Reparieren. Stahlwurf. Okay. Muss ich die noch irgendwann mal alle so auf die gleiche Stufe bringen? Am besten auf die höchste. Okay, tut sich auch, glaube ich, das Design ein bisschen ändern. Rechter Arm ist normal. Der Rost sieht so komisch aus. Meine Raider-Rüstungen. Dann mache ich noch ein neues Gestell hier für meine T60er, die ich hoffentlich dann irgendwann krieg. Gut, haben wir das. Rechter Arm, Torso, so. Habe ich noch irgendeinen Müll hier? Hey, deswegen wiege ich so viel, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Ist das dämlich. So, wo ist Preston? Hier. Ist halt irgendwie lebend rausgeschafft. Gut. Ich brauche noch ein Gestell, habe ich das Gefühl, hierfür. Weil als ich irgendwie an die Power Armor Station rangegangen bin, er hat sich das Ding, welches hier stand, einfach dahin geportet. So irgendwie merkwürdig sah, war. Und so. Jetzt machen wir, leck mich hier. Wir machen jetzt hier das leuchtende Meer. Finde Virgil im leuchtenden Meer. Wir können ja schon mal dahin gehen, um zu gucken, wie im Eimer wir sind. Und wie viel Strahlung da wirklich ist. Damit wir uns darauf schon mal ein bisschen vorbereiten können, dahin zu gehen. Wer weiß, ob ich da schaffe, überhaupt durchzukommen. Gab auch einige richtig sehr stark verstrahlte Orte in Fallout 3, wo man echt nicht hin konnte, weil man dann einfach gestorben ist. Weil die Strahlung einfach so bombastisch hoch war. Und ja. Was habe ich da noch hier? Oh, leck mich. So, dann gehen wir mal dahin. Und gucken mal. Habt ihr eine hohe Verteidigung hier?
Gut. Guck mal natürlich auf dem Weg dahin, was hier noch alles so ist. Ich muss auch schon mal den Ort hier erkunden, wäre schon mal besser. Ja, schon irgendwie so ein Schrottplatz, glaube ich. Leuchtende Meer, da müsste man ja schon erkennen, oder? So wie mir halt beschrieben wurde. Nehme ich jetzt mal einfach an. Was haben wir denn da? Das sieht aus, als würden da ein paar Leute rumeiern. Aber ich habe meine Beweglichkeit jetzt einmal erhöht. Und das sorgt dafür, dass meine AP, glaube ich, ein bisschen erhöht werden und dass ich nicht mehr so einfach, ja, so viel dazu entdeckt werden müsste. Bisschen hängt dann auch von den Klamotten ab, aber trotzdem. Okay, such mal das leuchtende Meer. Wir sind schon nah dran, sehe ich. Schon sagen. Hey, warte mal, das nutzen wir jetzt mal aus. Viele sind da? Willst du ein Dings wechseln dann? Wenn ihr nur ein paar Atombomben abwerfen würdet, wären die schon längst weg. Ja, machen wir halt am Ende des Parts. War da? Nee. Was das? Bläflingen sollten wirklich nicht mehr so stark zu besiegen sein, ehrlich. Meine Güte. Dann nicht. Was ist das da hinten? Boah. Kann ich nicht mal irgendwo vorbeilaufen, ohne dass mir irgendwas Legendäres über den Weg läuft? Bin schon bei der hier halb verreckt. Geil. Der Shit am Auto hier. Ja. Vielleicht sieht man das leuchtende Meer von hier aus. Ja, das könnte es vielleicht sein. Was haben wir hier noch? Radar, okay. Weg ist er. Ein Hoch auf Explosionen. Alles schleichend erledigen wäre am besten. Da war nur ein einsamer Raider mit seinem Hund. Viel Geld. Ich wette, mit Geld kriegt man eine Menge Kronkorken. Ja. Aber mit diesem Geld können wir uns sehr viel Geld kaufen. Ja. Ich glaube, da war nur ein einsamer Raider mit seinem Hund. Jawohl. Eine leichte Zufallsbegegnung, geil, ne? Wie schön. Ich habe schon sehr lange keine Zeitschrift mehr gefunden, oder bilde ich mir ein?
meine schon sehr lange nicht mehr auf Schrottplatz wohnen. Sehr gut. Weil es sieht aus, als könnte er aus Skyrim sein. Was haben wir denn da? Ganz viele leuchtende Bude. Ich locker von hier aus abschießen. Mache ich auch. Aber natürlich, die sind nicht gut. Was? War wohl etwas übervorsichtig. Ich glaube, ich hab hier drüben was. Der wilde Ghule, die sind nicht gut. Und ich sehe den immer. Wir wissen natürlich Ist genau, wo das? der Schuss herkommt, ne? Gehen direkt zu diesem Punkt. Ja. Und ihr habt hier hoch. Stimmt, ne? Irgendwie bringt es die Nachtsicht irgendwie nicht so. Also wenn ich da wenigstens leuchtend sehen würde, wo die sind, aber ne. Verschmilzt irgendwie so komisch. Wir kriegen das hin. Verzockt. Ganz ruhig. Schwer verwundet. So, erster Arm ab. Zweiter Arm ab. Was machst du jetzt? Puff. Und puff. Mein Ding ist wieder voll. Puff. Und du bist tot. War es aber noch nicht, oder? Bin auf die Gefahren, dass da irgendeiner noch rum rennt, gehe ich mal runter. Oh, okay. Hier schon Strahlung. Weiter nur, bis da irgendwie so steht, plus 100 Red oder so. Ja, hier ist schon so verstrahlt, jetzt will ich gar nicht wissen, wie verstrahlt er da hinten ist. Sieht aber echt übel aus. Also wenn das alles ist, dann stehe ich nicht, warum die hier so ein so ein Problem draus gemacht haben. Das ist nicht schlimm. Meine Vault-Tec-Klamotten, die geben auch ein bisschen Strahlungsresistenz, aber trotzdem. Da ist ja mal richtig schillig hier. Wow. Habe ich mir ein bisschen schwieriger vorgestellt. Ich dachte echt, ich muss jetzt hier mit einer Power Armor oder so reinrennen. Er ist ja richtig locker hier. Gehen wir einfach weiter. Ah, gehen wir einfach weiter. Ich gehe einfach weiter. Tschüss. Den lege ich mich nicht an, ne. Durch sind die schnell genug. Echt. Seriously. Boah.
Immer noch schillig. Boah, das ist nicht fair. Einfach hier hoch, einfach hier hoch. Da kriegen die mich nicht. Kommen wir nicht hoch. Ernsthaft, ich dachte, ich bekomme irgendwie so 10 Strahlung oder irgendwie sowas. Oh, jetzt geht's. Ist jetzt doch ein bisschen heftiger hier. Krater des Atoms. Ja, gerade hier. Boah. Ernsthaft? Verpiss dich. Dieser Fremde hilft mir. Du, hilf mir. Bleib stehen, Fremder. Du näherst dich Atoms gar nicht mehr durch. Auf welchem Grund? Hilf mir erstmal hier. Was zum? Was? Außer die Toastkreis ist nicht hier, ne? Was willst du? Hast du einen Moment Zeit für mich? Was kann ich für dich tun, Kim? Wie habt ihr trotz der Strahlung hier überlebt? Das ist Atoms einzigartiges Geschenk an uns, die wahren Gläubigen. Er hat uns zu diesem Ort geführt. Einem Ort, der uns nicht schaden kann, damit wir ihn hier huldigen. Damit wir sein Wort hinaus in die Welt tragen. Das ist unsere Berufung. Atoms Worte in eine Welt zu tragen, die diese Worte nicht hören will. Wir müssen allen Atoms Macht vor Augen führen. Hallo, na? Ich will irgendwie mit dir was machen. Nee, das ist ja nicht mal annähernd so schlimm, wie ich gedacht hätte. Was kann ich für dich tun, Kind? Ich suche nach jemandem namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Ich möchte erst mehr darüber wissen, was du von... Und was willst du von... Aha. Ich brauche seine Hilfe, um ins Institut zu kommen. Ich habe von diesem Institut gehört. Sie verstecken sich, wollen Atoms Macht entgehen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Um ehrlich zu sein, gab es um diesen Virgil bereits Diskussionen. Einige glauben, dass seine Anwesenheit ein Affront gegenüber Atom ist. Er kam zwar einige Male zum Handeln zu uns, aber wir haben sonst kaum Kontakt zu ihm gehabt. Es ist offensichtlich, dass er seine Ruhe möchte. Du findest ihn südwestlich des Kraters in einer Höhle. Du solltest dich vorsichtig nähern. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Okay. Möge die Spaltung dir Frieden bringen. Die Welt wird Atoms Ruhm erneut. Sag bloß nicht, ihr seid die Typen, die aus diesen einen Typen hier hervorgegangen sind, aus Fallout 3, der die Atombombe in Megaton angebetet hat. Wir sagen mir nicht, ihr seid so Art Nachfahren von dem. Er hat eine Atombombe angebetet. Eine aktive Atombombe. Zu dem Zeitpunkt.
Ah. Verdammt nochmal, ja. Du hast eine Aufgabe von unglaublich überwältigenden Geschichten gefunden. Du verursachst plus 5 Schaden gegen Ghule. Das ist doch mal gut. Ich hätte zwar eher gedacht, dass ich irgendwas bekomme, was mir Strahlenresistenz gibt, aber okay. Ich bin immer noch irgendwie enttäuscht, dass das hier so wenig Strahlung nur gibt. Ich habe jetzt hier mit einem Ort gerechnet, der irgendwie mir pro Sekunde 15 Strahlung oder irgendwie sowas gibt. Also was Gefährliches. Das ist ja hier eine Lachnummer. Haben wir da. Hier 3, 4 Red, das ist doch lächerlich. Bin ein bisschen enttäuscht. Okay, in einer Höhle. Einzige Gefährliche waren die Red Skorpione und die Toruskralle, die aber auch kein Problem mehr waren. Muss ich hin? Da geht's noch weiter? Okay. Ich aber sagen, ich beende den Part hier. Gucken noch mal, was hier hinter ist. Ob ich so da rüber schauen kann. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.